Ja, hallo, servus, grüße euch, liebe 1000 PS Zuseher. Wir sind für euch ganz exklusiv nach Köln gereist unter strengster Geheimhaltung, ganz exklusiv, um den neuesten Wurf aus dem Hause Yamaha zu begutachten. Ich sage bewusst begutachten, weil wir haben heute leider nur die Möglichkeit, dieses nette Baby da neben mir sich genauer anzusehen. Fahren dürfen wir es noch nicht. Aber Details dazu gleich mehr. Lange haben wir drauf gewartet, die Gerüchteküche hat gebrodelt. Schon seit 2022 hat es immer wieder geheißen, die Yamaha R9, sie möge doch bitte kommen. Es hat lange gedauert, es wurde immer wieder verschoben, dann hat es geheißen 23 und bei der EICA wird es vorgestellt und im Jahr 24 wird schon nur mehr in der Supersportklasse mit der R9 gefahren. Alles Schwachsinn, so schnell schießen die Preußen nicht, wie man so schön sagt, die japanischen Ingenieure lassen sich dann einfach ein bisschen Zeit und wollen dann wirklich was an den Start bringen, was Freude macht, was Sinn macht und wo was weitergeht. Und die neue Yamaha R9 soll das alles bieten. Schauen wir sich's genauer im Detail einmal an. Ja, der Motor, den kennen wir alle, den lieben wir alle. Der ist nämlich auch verbaut in der MT09. Und zwar, das ist der Dreizylinder-Motor, der was knappe 119 PS leistet. Da hält sich Yamaha jetzt bei der R9 noch ein bisschen bedeckt, weil das Motorrad noch nicht komplett homologiert geworden ist. Und das geben sie jetzt einmal an, so circa 120 PS. Plus, minus. Werden wir sich dann genauer noch anschauen, werden wir sicher alles ganz genau im Detail erfahren. Auf jeden Fall dieser Dreizylinder-Motor, der was eben diese 120 PS bei circa 10.000 Umdrehungen erreicht. Bei 7.500 Umdrehungen haben wir ungefähr 93 Newtonmeter. Also wir haben da einen kräftigen Motor, den kennen wir aus der MT09, den lieben wir, mit einem knackig kernigen Sound. Und jeder, der was das Vergnügen schon einmal hatte, mit der MT09 zu fahren, der weiß, der Motor, der macht Spaß, der vermittelt wirklich leiernde Freude. Das ist richtig cool mit dem zum Fahren. Und den haben da die japanischen Ingenieure jetzt einmal reingepflanzt. Und mit dem Motor können wir dann einmal richtig leiernd andrücken. Ja, ob das Motorrad auch A2 tauglich wird, können wir noch nicht genau sagen. Werden wir den Ganzen noch auf den Grund gehen, also für die jungen Verkehrsteilnehmer oder die jungen Raudis unter euch, wäre das natürlich schon eine Sache, wenn man das Bike drosseln könnte. Jetzt momentaner Wissensstand offen. Ja, der Rahmen wurde oder ist ein unter Schwerkraftgussverfahren produziert worden, ist eine komplette Neuentwicklung, also nicht jetzt so, wie man es jetzt vielleicht glauben mag, hier die MT09 ist da jetzt übernommen worden und ein paar Flügel, ein bisschen Verkleidung drauf und that's it. Nein, das ist überhaupt nicht, das Motorrad ist wirklich neu konzipiert worden und der Rahmen sieht man da so ganz deutlich, ist ganz stark nach innen gezogen, dass man da relativ eine schmale Sitzposition hat. Der soll im Flex gut arbeiten, aber eine extrem gute Steifigkeit haben. Werden wir dann einmal bei den Tracktests dann genauer feststellen, ob das dann auch so ist. Aber wie gesagt, eine Neuentwicklung. Kommen wir zum Fahrwerk. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber trotzdem, wir haben hier ein Kayaba Upside-Down-Gabel verbaut, 43 mm. Und dieses Fahrwerk von Kayaba ist voll einstellbar. Also Federvorspannung, Zug- und Druckstufenverstellung, Low- und High-Speed-Verstellung. Also eigentlich rennfahrertauglich für den Racetrack. Die meisten von uns werden das gar nicht brauchen, die werden Standard fahren. Schaut cool aus, dass wir viel einstellen können. Wer kennt sich denn dann wirklich von uns, Leute, seid ehrlich, so gut aus, dass wir da drei Klicks auf- oder abmachen und dann auf der Hausstrecke einen großen Unterschied spüren?
Die wenigsten, das ist mir schon klar, die Möglichkeiten haben wir. Und da sind wir dann schon wieder beim Track Day. Also Fahrwerk, die Gabel, die passt einmal richtig gut. Da sieht man schon diese sportlichen Ambitionen, was hier Yamaha an den Tag legt. Hinten auch wieder Kayaba Federbein mit einem Einstellrad, dass wir ein bisschen unsere Bedürfnisse einstellen können, auch voll verstellbar. Wie das Ganze jetzt dann funktioniert draußen im Straßenverkehr oder auf der Rennstrecke, kann ich natürlich heute nicht sagen. Da ist gerade einmal jetzt die Decke runtergezogen worden. Wir haben es sich gerade einmal anschauen können und das hübsche Baby schaut einmal super nice aus, das ist einmal klar. Wie es fährt, da müssen wir noch ein bisschen warten, das dauert noch, da müssen wir sich gedulden. Ich freue mich drauf, ich hoffe, 1000 PS Crew schickt mich hin, damit ich da mal am Kabel ziehen kann. Aber das werden wir sich alles genauer noch einmal anschauen. Jetzt geht es ja gerade mal um die groben Fakten, dass es ihr einmal seht und wisst, was da mit der lang erwarteten, ersehnten R9 einfach zukommt. Ja, die Bremsen mitunter ja nicht gerade unwichtig, gerade bei so einem Bike mit so viel Power und Rennstreckenambitionen. Da haben wir Brembo verbaut, wir haben Stylema-Sättel mit einer 320 mm Doppelbremsscheibenanlage. Also das sollte das Gerät dann einmal ordentlich stoppen. Da sieht man wirklich diese Rennsport-Gene, was halt da wieder Yamaha an den Tag legt. Da machen es keine halben Sachen. Also das ist in dieser Preiskategorie, Preis, Stichwort, werden wir dann später noch drüber sprechen, nicht selbstverständlich. Also das Bike wird sicher ordentlich ankern, davon bin ich überzeugt. Schauen wir sich dann an. Die Elektronik von der neuen R9, das reimt sich ja sogar, gell? Die neue R9, es wurde sehr viel von der Yamaha R1 übernommen. Man mag es kaum glauben, gell? Andere Preiskategorie, Riesenunterschied, aber da wurde sehr viel verwendet. Diese 6-Achsen-Achsen-MIU wurde da verbaut. Es wurde auch jetzt verbaut, dass man mit Bluetooth sich da reinlocken kann. Man kann dann auch ein komplettes Data Recording machen. Und das ist wieder, wo ich schon heute jetzt vorhin ein paar Mal erwähnt habe, diese Track-Days-Ambitionen, was wir mit der R9 dann haben. Das heißt Data Recording, was uns wirklich genau aufzeichnet. Rundenzeit, wie viel Schräglage haben wir gehabt, wann haben wir wirklich die Drosselklappen voll aufgerissen, wann sind wir schnell unterwegs gewesen, wo haben wir Bremspunkte gesetzt, wie sind unsere optimalen Rundenzeiten, unsere Laptime, und da können wir alles ganz genau raus analysieren und schauen, na, wo haben wir noch Bedarf, wo könnten wir uns verbessern. Das ist immer sehr interessant. Gibt schon alles, ja, im Rennsportsegment alles möglich, alles zusätzlich zum Kaufen in Aftermarket. Jetzt hier bei der R9 einfach drinnen, Plug and Play. Das heißt, das ist schon für einen Hobbyfahrer einmal leiwand und natürlich auch für einen ambitionierten Racer, weil dann können wir sich ein bisschen leichter verbessern. Also auch hier bei der Elektronik machen wir keine halben Sachen. Taugt mir, finde ich extrem cool, dass man das gleich einmal von vornherein in den Motorrad integriert hat. Lässige Sache. Ja, bleiben wir noch bei der Elektronik. Natürlich Quickshifter, Standard. Funktioniert da los, ist dasselbe wie bei der MT09, funktioniert tadellos, macht Freude und hakt nicht rein. Also das weiß ich noch von der MT09, bin ich ja selbst schon gefahren, ich kenne den Motor in- und auswendig, ich kenne das Motorrad gut. Da gibt es nichts zu ändern, das passt gut. Auch die Bedienelemente, auch tadellos funktioniert. 5-Wege-Schalter, das ist perfekt, da gibt es wirklich nichts zu kritisieren. Wir haben ein Tempomat drauf, wir haben natürlich verschiedene Fahrmodi zum Einstellen. Wir haben ABS, wir haben Launch Control, wir haben Traction Control. Also das ist alles dabei, was State of the Art ist, was halt jetzt momentan Stand der Dinge ist, was aber nicht selbstverständlich ist in dieser Preiskategorie. Das muss man ganz klar sagen. Und da lässt sich Yamaha wirklich nicht lumpen. Also für diese Technik-Freaks oder die Elektronik-Freaks unter euch, da kommt es voll auf eure Kosten, da könnt ihr euch ausleben. Ja? Schönes 5 Zoll DFT-Display, leibende Grafik, also geil, taugt man. Werden wir für den Rennstrecken gebraucht und ein bisschen weniger brauchen, aber für diejenigen, die was sagen, na, ich will so ein Bike, wo ich sage, ich will damit in die Arbeit fahren, ich will in der Stadt einmal durchfahren, ich will am Wochenende geschwind einmal auf einen Heurigen fahren, ich will eine kleine Runde mit meinen Freunden drehen, ein bisschen ambitionierter, dann passt das perfekt. Beziehungsweise, wenn ich hergehe und sage, naja,
die sagen, leih uns Wetter an, ich will jetzt einmal auf die Rennstrecke gehen, ich will mich da mal austoben, ich will nicht meinen Führerschein unbedingt riskieren, dann ist das Bike auch wieder optimal, weil es alles, alle mit in ein Boot holt. Und das ist einmal schon wieder so ein Gedankengang, der was mir persönlich taugt, dass ich mich nicht entscheiden muss, dieses Bike oder das Bike, sondern dass ich da alles ein bisschen dabei habe, wo ich sage, für das passt, ich könnte auch damit ein bisschen länger unterwegs sein. Wie bequem das Ganze dann sein wird, werden wir sich anschauen. Yamaha verspricht auf jeden Fall bequemer wie die R6, das glaube ich sofort. Bin auch viel R6 gefahren, kenne mich da gut aus. Das wird es auf jeden Fall sein. Was will ich damit sagen? Das Bike ist sicher um einiges alltagstauglicher. Das ist fix. Ja, bei der Bereifung setzt Yamaha auf dem Bridgestone RS11. Gute Wahl, wie ich finde. Habe ich ein bisschen überrascht. Dachte eher da an den S23, was wir auch alle kennen, was auch in der MT09, glaube ich, meistens drinnen ist. Auch ein sehr guter Reifen. Hier hat man sich jetzt für den RS11 entschieden. Gute Wahl. Was da jetzt bei dem Bike ist, oder generell bei der R9, ist eine 180er Bereifung. Das ist dann vielleicht wieder so ein bisschen eine Relevanz für die Track Days, ja. Wo man ja eigentlich mit der R6 dann die 190er Bereifung fährt. Vorne ganz normaler 120er drinnen, wie wir es eh gewöhnt sind. Jetzt hier 180er ist für den Straßengebrauch sicher optimal, weil natürlich das Motorrad ein bisschen wendiger ist. Für den Track Day ist dann sicher eine gute Option, wenn wir den 190er hinten reinschmeißen. Davon gehe ich aus, das wird sich wahrscheinlich dann so rauskristallisieren, dass man dann quasi mit einer 190er Bereifung auf Zeitenjagd geht. Kann man reingeben, geht sich aus, ist überhaupt kein Problem. Darauf bin ich dann gespannt, wie sich das von Fahrverhalten dann ein bisschen auswirkt, ob man was bemerkt oder nicht, ob man das Motorrad dann ein bisschen adjustieren muss in der Geometrie oder nicht. Bei der R6 ist es so ein Thema, wenn man da von 180 auf 190 umswitcht, muss man sich ein bisschen spielen, da muss man hinten den kleinen Keil rausgeben beim Federbein etc. Das wird sich alles weisen, das wird die Zukunft auch weisen. Jetzt ist ja mal das Bike dazu da, dass wir sagen, okay, in erster Linie Straße mit kleinen Rennstreckenambitionen und man will dann in Zukunft, ab 2025 habe ich vernommen, werden drei Teams schon bei der Supersport-WM an den Start gehen. Habe ich gehört, das hat jetzt nicht Yamaha bestätigt, sondern das kommt von mir. Wenn das nicht stimmt, könnt ihr mich dann haten, aber mein Wissensstand ist eben, dass da drei Teams bei der Supersport-WM an den Start gehen mit der R9 2025. Das wird einmal richtig spannend und interessant, aber ihr braucht jetzt keine Angst haben und glauben, die R6 ist jetzt nichts mehr wert. Auch die R6 wird in der WM noch vertreten sein. Das ist ein Siegel. Fähiges Bike, das wird auch jetzt nicht von heute auf morgen gleich verschwinden. Also nicht jetzt glauben, ja nur weil die R9 jetzt an den Start kommt und weil die ab März 2025 beim Händler stehen sollte, gibt es die R6 nicht mehr. Na ganz so ist nicht. Also alle, die was daheim in der Garage R6 stehen haben, alle was damit am Trackday unterwegs sind, keine Panik, eure R6 ist noch ein super Bike, eure R6, die wird auch noch wirklich schnelle Rundenzeiten in den Asphalt brennen. So schnell wird es damit auch nicht abgelöst werden. Klar, steht die schon in den Startlöchern, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Kommen wir jetzt kurz zu meinem kleinen Fazit. Wie gesagt, es war heute eine Präsentation, die ich sie jetzt auch noch nicht erlebt habe. Ich bin da hergeschickt worden, hat geheißen, Yamaha präsentiert ein neues Bike. Wir haben weder gewusst, was für ein Motorrad, ganz eine große Überraschung, ganz eine große Geheimhaltung. Auch die Redakteure wurden ganz einzeln gebeten zu der Präsentation. Das ist ganz eine neue Herangehensweise. Hat natürlich auch Spaß gemacht. Ist für mich persönlich ein bisschen eine Herausforderung, weil wir jetzt einfach ganz schnell die Informationen gerade mal zwischen Tür und Angel quasi bekommen haben. Also bitte habt da jetzt ein bisschen Nachsicht. Ich werde natürlich für euch dann jetzt in Ruhe dann einen Bericht schreiben, wo wir dann in aller Ruhe die Daten, die technischen, dann nachher hinterlegen, wo es nachschauen könnt, wo es vergleichen könnt etc. Das Bike an sich in Schwarz und in Blau verfügbar. Wird auch sicher für die Rennstrecke ein GYTR-Kit kommen.
dauert aber auch noch jetzt einmal die Straßenversion. Wird wahrscheinlich alles bei der EICMA dann präsentiert werden. Jetzt einmal nur so in stillen Kämmerchen, sage ich einmal, die erste kleine Präsentation. Für mich sieht das Bike optisch extrem leibend aus. Das Design ist ein neuer Look, also das ist auch komplett neu mit der Lichtmaske vorne. Das Bike ist trotz des breiten Motors sehr schmal gebaut, gut gelungen, soll jetzt auch von der Windschlüpfrigkeit bedeutend geringer sein, der Luftwiderstand soll geringer sein wie zum Beispiel bei der R6. Wir haben vorne diese Winglets, ja, die drücken das Bike ein bisschen mehr am Boden. Ich glaube auf der Geraden irgendwas mit 8% habe ich da, wenn ich es richtig im Kopf habe, und in die Kurven 10% haben wir da ein bisschen mehr Anpressdruck, was natürlich die Vorderradrutscher ein bisschen minimieren sollen. Also auch hier diese Richtung wieder in Richtung Rennsport. Also da sieht man schon, wohin da Yamaha-Ingenieure geschielt haben. Trotzdem ist das Bike eines, das was man eben für die Alltagstauglichkeit einsetzen kann. So sagt Yamaha, so glaube ich es auch. Quirlig, wendig, spaßig zu fahren mit einem richtig leibenden, kräftigen Motor. Also beim Motor, das kann ich unterstreichen, den kenne ich ja schon. Das Bike bin ich jetzt leider noch nicht gefahren. Ärgert mich eh, das ist wie beim der Table Dance Bar, nur schauen, aber nicht angreifen. Ne? Und so ist beim Fahren, beim Motorrad jetzt da. Ich kann es da sehen, aber ich kann es nicht fahren. Aber da werden wir noch schauen, da werden wir noch zurückkommen drauf. Kommen wir wieder kurz zurück zum Bike. Also das ist ganz sicher so, dass man mit denen dann ganz lässig fahren kann. Der Preis ist eine richtige Kampfansage. Schlagt mich bitte nicht tot, aber soll sich befinden, spitzt die Ohren, bei 13.000 Euro. Also das ist einmal richtig eine Ansage. Das muss man wirklich einmal sagen. Also so wie die Kisten da steht, wo Sie ja wirklich damit fahren könnt, Racetrack, Straße und ein bisschen Ausfahrten, 13.000 Euro mit 120 PS Leistung. Also die Konkurrenz hat ja bei weitem nicht diese Leistung. Ja. Mit diesen technischen Features, mit dem Fahrwerk, mit der Bremserei, mit der Elektronik. Also ich komme jetzt schon vor wie ein Teleshopping-Verkäufer. Aber ihr kriegt keinen Gurkenscheller dazu, wenn ihr das Motorrad jetzt kauft. Nein, keine Ahnung, keine Angst. Aber was ich damit sagen will, ist wirklich ein Angriff von Yamaha da in diesen Mittelklasse Supersportsektor. Ja, leibende Sitzposition, man fühlt sich gleich wohl, also das ist, ja, da blüht mein Herz auf, also taugt mir voll. Und wie gesagt, der Preis, 13.000 Euro in Deutschland, in Österreich kommt halt noch die Nova dazu, da müssen wir das Sparschweinerl dann halt auch noch plündern, vielleicht das ein oder andere rausholen. Aber trotzdem eine richtig leibende Kampfansage, der Preis sensationell. Mir taugt das Bike, jetzt einmal optisch extrem, Sitzposition leibend, schmal, dank 14 Liter, also wir sollten auch bei einer Tour relativ weit vorankommen, müssen wir nicht bei jeder kleinen Tankstelle gleich nachfüllen, sondern da können wir auch eine kleine Tour fahren. Spritverbrauch wird so wahrscheinlich wieder bei 5 Liter liegen, ebenso ähnlich wie bei der MT09, davon gehe ich aus, kommt immer davon, wie wir am Kabel ziehen. Und ich freue mich natürlich auch ein bisschen, da sprechen meine Rennfahrergene, kommen da ein bisschen durch, dann echt, was das Motorrad dann auf der Rennstrecke auch leistet, wie konkurrenzfähig das Motorrad sein wird, beziehungsweise wie schnell konkurrenzfähig das Bike sein wird. Konkurrenzfähig ist das sicher über kurz oder lang, aber die Frage ist, wie lange das dauert und wie lange das dann dauert auch, dass dieser Wechsel stattfindet, eben von der R6 zu R9. Wie schnell das geht, wird sicher ein bisschen dauern, aber all along, davon bin ich überzeugt, wird sich das Bike dann schon durchsetzen. Also meine Lieben, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Bike irgendwo einmal zum Fahren, ich selber bin es auch noch nicht gefahren, nützt es. Ich werde alles niederschreiben. Wenn euch der kurze Bericht da jetzt, wo wir jetzt nicht so viel Aussagekräftiges tätigen haben können, gefallen hat, freue ich mich trotzdem über einen Daumen hoch. Glocke betätigen, abonniert den Kanal, bleibt am Ball. Wir werden auf jeden Fall von dieser R9 noch ausführlich berichten, informativ berichten und natürlich ordentlich fahren. In diesem Sinne wünsche ich euch Servus, führt euch, alles Gute und sitzen bleiben. Servus.